hab ihn. Ich bin offiziell Student. Hier seht ihr jetzt einen richtig coolen Spot direkt am Rhein. Und im Hintergrund sieht man den Campus, das weiße Gebäude, das gehört uns Kommunikationsdesignern. Bei so einem tollen Ausblick macht natürlich jede Vorlesung mega viel Spaß. Und in der Pause kann man dann sich auch richtig schön an die Strandbar chillen, die ist auch direkt am Rhein. Auch ein cooler Spot ist auf jeden Fall die Bib, sehr schön. Ist ein alter Schlachthof und da habe ich sehr viel Zeit verbracht in meiner ersten Woche, da ich noch kein Internet bei mir zu Hause hatte und das hier ganz gut nutzen konnte. Mein erster Eindruck ist durchweg positiv, also es gibt nichts, was mich irgendwie stört an meinem Studiengang. Wir sind auch insgesamt nur 20 Leute, da ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, sich gegenseitig kennenzulernen und gut als Team zusammenzuarbeiten. So Leute, so sieht euer Schreibtisch aus, wenn ihr Kommunikationsdesign studiert. Fertig! Aber ist nur eins von Tausenden. Letztes Blatt, Leute. Finally. Falls es euch interessiert, wie es bei mir organisatorisch abläuft, also der Rahmen ist so, ich habe immer Vorlesungen, insgesamt 11 verschiedene Fächer. Und in 3 von denen schreibe ich Prüfungen. Zuerst hört sich das natürlich super entspannt an, ich weiß. Das ist es aber nicht. Wir haben nämlich ganz viele Fächer, in denen wir Hausaufgaben machen müssen. Teilweise bis auf nächste Woche, teilweise aber auch in 2 Wochen. Mit Zeitmanagement muss ich noch ein bisschen umgehen. Das ist wirklich noch ein bisschen so ein Struggle bei mir. Ich habe mich auch gut eingedeckt mit Mate und schwarzem Tee. Also daran wird es jetzt nicht scheitern. Ich hoffe, ich bin morgen fit, denn es werden auch Fotos von uns gemacht für unser Intranet und ja, wäre ganz cool, wenn ich dann wenigstens auf dem Foto etwas ausgeschlafen aussehe. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und ihr meine Reise mitbegleiten möchtet. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Bloggern vorbei, die haben auch sehr coole Stories erlebt in ihrer ersten Woche und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, nämlich schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und gebt einen Daumen nach oben. Ich freue mich sehr über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao!